Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute ein Dessert machen und zwar ein Zitronenmus. Das Rezept habe ich damals schon in der Schule gekocht. Ich habe eigentlich ein anderes Rezept in meinem Schulordner gesucht und habe dieses dann gefunden. Und da ich letztens mega tolle, wirklich wunderschöne Bio-Zitronen mitgenommen habe, habe ich mir gedacht, ich könnte jetzt das Zitronenmus mit meine Zitronen, Bio-Zitronen machen. Ja, ich habe das jetzt alles praktisch umgeschrieben auf einen Zettel. Normal haben wir es ja immer im Topf und Herd und schieß mich tot gemacht. Ich habe es jetzt umgeschrieben auf den Thermomix und wir werden das jetzt auch im Thermomix zubereiten und dann gucken wir mal, ob das auch so gelingt. Ja, als allererstes werden wir den Schmetterling einsetzen. Der wird nämlich für uns rühren. Dann werden wir 3 Eigelbe. Ich habe jetzt Größe M. Also 3 Eier habe ich praktisch schon getrennt. Eigelb und Eiweiß. Und 50 Gramm Zucker. Wer sagt ihm, sind 50 Gramm zu viel? Dann reduziert es einfach, also doch gar kein Problem. So, diese Zutaten werde ich jetzt 5 Minuten auf 60 Grad Stufe 4 aufschlagen. In der Zeit habe ich 3 Blätter Blattgelatine, die werde ich jetzt dann einweichen, solange wie das praktisch aufgeschlagen wird. Die 5 Minuten sind vorbei. Ich zeige es euch mal, so sieht es jetzt aus, die Creme. Meine Gelatine habe ich ja schon eingeweiht. Im Schulbuch haben wir das praktisch in Zitronensaft eingeweiht, aber das wollte ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt ganz einfach im normalen Wasser eingeweiht. So, das gebe ich jetzt. Warten wir noch. Gib mal den Rest dazu. Und zwar eine Zitrone abreiben, also Schale einer abgeriebenen Zitrone. Achtet wirklich drauf, dass ihr dann Bio-Zitronen kauft und die dann auch lauwarm abspült. Saft von 2 Zitronen. Und jetzt geben wir unsere Gelatine dazu. Das werden wir jetzt nochmal 2 Minuten 60 Grad auf Stufe 4 verrühren und dass die Gelatine auch schmilzt. Wir werden jetzt unsere Masse umfüllen in eine Schüssel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So sieht's aus. So, auf jeden Fall ist das jetzt mal in der Schüssel drinnen. Wir werden jetzt den Mixtopf und den Schmetterling spülen, denn den brauchen wir ja fürs Eischnee, den wir jetzt dann schlagen und dann unter unsere Zitronencreme unterrühren. Ja, also ist super. Die Gelatine hat es gut aufgelöst und ja, jetzt darf das ein bisschen auskühlen, damit nicht gerade in die heiße Masse unser Eischnee kommt. Zwischendrin rühren. Ja, ich werde jetzt meinen Mixtopf und den Schmetterling spülen. Mixtopf ist gespült. Zwischendrin habe ich mal meine Creme umgerührt. Nun setzen wir wieder in unseren sauberen Mixtopf unseren Schmetterling ein.
Unser sauber getrenntes Eiweiß. Den Gramm Zucker, das tun wir später rein. Jetzt eine Prise Salz, also wirklich nicht viel, eine Prise Salz, das unterstützt etwas. Unser Ei schnell steif zu werden. Jetzt werden wir, setzen mal mit 3 Minuten, 37 Grad, Stufe 4, und dann werde ich langsam durch den Messbecher meine 10 Gramm Zucker einrieseln lassen. Also ich lasse es so ein bisschen, so 30 Sekunden aufschlagen. Und dann füge ich meinen Zucker dazu. Ja, ich habe es jetzt komplett 3 Minuten durchschlagen lassen. Gucken wir mal. Ja, ist steif. Wer jetzt sagt, er möchte ein Eischnee nicht im Thermomix schlagen, ihr könnt natürlich auch einen Mixer nehmen. Also von daher gesehen. Werden wir das Eischnee praktisch in unsere Zitronenmasse geben und vorsichtig unterheben. So. Jetzt wird es einfach runterkoben. Ihr könnt natürlich auch einen Schnellbesen nehmen, wenn euch das lieber ist. Aber ich arbeite tatsächlich lieber mit dem Spatel. Unser Eischnee ist untergehoben. Jetzt habe ich hier so wie so Dessertgläser. Die werde ich jetzt einfach füllen. Also ihr seht, meine Schüssel ist schon ziemlich voll. Ja, für 4 bis 6 Personen würde ich jetzt sagen. Ich fülle es mal jetzt ein. Wir haben in der Schule immer für 4 Personen oder 5 teilweise gekocht. Diese typische Hauswirtschaft gibt es gar nicht mehr, oder? Ich fand es immer mega. Hauswirtschaft in der Schule. War geil. War eine tolle Zeit. Und unsere Gläser kommen jetzt in den Kühlschrank, und wenn es dann fester ist, zeige ich euch, wenn ich es praktisch mit dem Löffel mal ansteche, wie es dann fluffig innen drin aussieht. Ich hoffe, dass es mir wirklich so gelungen ist, wie ich es noch in Erinnerung habe. Ja, jetzt ab in den Kühlschrank, und da lasse ich es jetzt komplett auskühlen. Ich denke mal, so Stunde, 1,5 Stunden wird es schon dauern. Ja, und wir sehen uns dann später. Ja, mein Zitronenmus ist jetzt fest. So sieht es jetzt aus. Dekoriert habe ich es mit einer viertelten Zitronenscheibe. Wer möchte, kann natürlich auch Sahnetupfen drauf tun. Also das überlasse ich alles euch. So, und jetzt zeige ich euch mal, ob ihr das so richtig sehen könnt, wie fluffig das Mus ist. Und so lecker. Richtig, richtig lecker. Dem Wölkchen, fluffig. Genauso kenne ich es noch. Schau mal. Lecker. Richtig, richtig lecker. Ja, probiert es einfach nach.
Also ich bin total begeistert. Im Sommer ist es bestimmt eine mega, mega leckere Erfrischung, aber ich finde es auch so das ganze Jahr eigentlich lecker, irgendein bisschen Dessert als Nachtisch zu haben. Probiert einfach das Zitronenmus aus, würde mich freuen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.